So, und damit sage ich mal hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge in meinem wunderschönen Let's Play. Das müsste jetzt Folge Nummer 299 sein. Und das hier wird nur eine ganz kurze Aufnahme, denn ich hätte gerne, dass dann bei Folge 300 eine neue Aufnahme beginnt. Das fände ich dann irgendwie ganz schön. So, und wir haben hier so ein bisschen was gebaut. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das hier weiter fortsetzen. Ja, ich könnte Fenster reinmachen oder ich könnte das hier zumachen. Das wäre auch eine Option. Ja, ich glaube, hier mache ich mal so ein paar Fensterchen rein. Und auch nochmal hier so ein paar Stück. Und hier würde ich dann einfach mal dicht machen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach draußen? Ja, dann würde ich erstmal hier runterspringen. So, wieder mal so ein paar Beine brechen. Haben wir noch ein bisschen Holz? Stämme haben wir jetzt gerade nicht, aber hier haben wir einen wunderschönen Wald. Und der sehnt sich ja nur danach, von uns abgeholzt zu werden. Und diesen Wunsch erfüllen wir natürlich auch. Das ist ja auch mal klar. Ist das hier ein Riesen... Okay, ist ein Riesenbaum. Dann holze ich den mal nicht ab. Weil darauf habe ich jetzt auch keinen Bock. Ja, also was wir damit Folge 300 machen, muss ich nochmal gucken. Ich glaube, die mache ich so ein bisschen länger, so als kleines Jubiläum. Mal gucken, wie lange wir die dann machen. So, aber jedenfalls, ich brauche ein bisschen Holz, weil wir wollen hier auch so ein bisschen weiterkommen beim Gebäude. Und das machen wir einfach mal. So, in der Folge soll ja auch hier so ein bisschen was geschafft werden. Da soll ja auch der Fortschritt dann erkennbar sein. So, ich würde da gerne noch so eine Etage draufsetzen und dafür brauchen wir noch so ein paar Stämme. Haben wir... Okay, Tiefenschiefer-Slabs haben wir, weil die werden wir auch brauchen fürs Dach. Weil beim Dach habe ich mir schon so ein bisschen was überlegt, wie wir das machen. Da habe ich schon so die ein oder andere Idee. Okay, das sind wohl zwei Riesenbäume, dann lasse ich die mal stehen, dann verschonen wir die mal eben. So, und hier noch so ein paar Stämme mitgenommen. Man müsste es eigentlich so ein bisschen effizienter machen mit den Bäumen. Das ist ja schon relativ viel Arbeit für die paar Stämme, die wir da rausbekommen. Da müsste ich mal gucken, da müsste ich mich mal nach so ein paar interessanten Baumfarm-Designs erkundigen. Weil das stört mich, dass wir hier immer in der Gegend herumlaufen müssen. Einfach nur für so ein paar Stämme. Also ich habe das glaube ich mal gesehen, so eine Baumfarm, wo man dann die Bäume einfach so in einer Reihe pflanzt. Und dann kann man einfach nur so da durchrasieren, so in einer Reihe. Also sowas könnten wir vielleicht machen. Einfach nur, damit sich das jetzt nicht so ewig hinzieht. Mit den ganzen Bäumen. So, ich würde gerne hier noch eine Etage draufsetzen. Ich baue nochmal so ein paar Holzbretter. So, Holzbretter haben wir jetzt auch am Start. Genau, und dann kommt hier einfach nochmal eine Etage drauf. So, aber die Etage wird ein bisschen kleiner als diese Etage. Das heißt, ich mache hier so ein kleines Vordach mal drauf. Und das machen wir einfach mal hier mit so ein paar Slabs. So, dann kann man hier so ein bisschen nach außen gehen und so machen wir es einfach mal. So, da ist wieder hier so ein bisschen Konzentration angesagt. Okay, hier müsste eigentlich ein Stamm... Okay, ich glaube, da kommt dann kein Stamm drauf. Das machen wir einfach so hier. Genau, und da kann man sich ja so ein paar sparen. Ganz billig mal. Und was machen wir dann hier hin? Dann, glaube ich, kämen da so ein paar Eichenholzbretter hin. Genau so würde ich es einfach mal machen. So, und hier kommen dann einfach mal die Slabs weiter. Ich glaube, hier könnte ich auch nochmal gut so einen Querstamm langziehen. Genau, das würde ich dann mal so machen. Und der hier kommt dann weg.
Und dann fängt hier einfach das weitere Stockwerk an. Ich skizziere jetzt mal eben hier so grob vor. Genau, und dann kann man da schon so ein bisschen erahnen, wo dann die Reise hingeht. Okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu groß, das Dach. Müssen wir einfach mal gucken. So, aber gleich müsste ja schon der höchste Punkt des Daches erreicht sein. Okay, dann kommt hier der hier hin und dann machen wir einfach hier so und dann geht es hier noch hin. Und hier geht es dann nach außen und dann müsste ich hier eigentlich... Okay, dann kommt hier noch nicht der höchste Punkt. Der kommt dann erst danach. Der müsste dann hier sein, der höchste Punkt. Genau, der wäre dann hier so. Okay, das Dach könnte doch ein bisschen größer werden, als ich mir es vorgestellt hatte. Ja, ich gehe nochmal nach unten und dann schauen wir uns das nochmal an hier. Okay, das ist ja schon so ein bisschen groß eigentlich vom Dach. Weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so cool aussieht. Vielleicht muss ich das Dach auch noch so einen dicker machen. Vielleicht sieht es dann besser aus. Ja, aber das würde ich auch nochmal hier auf der anderen Seite machen. Genau, das hatten wir ja so und dann geht es hier halt noch so ein bisschen nach außen. Ich hoffe, wir haben noch so ein paar Slips dafür. Gut, allzu viele Slips haben wir jetzt nicht, aber dann müssen wir halt gucken. Sonst müssen wir halt noch so ein bisschen in die Mine gehen. Okay, der hier war falsch, der kommt wieder weg. Und dann wieder so ein bisschen Konzentration, muss man immer hier genau zielen, denn sonst verklickt man sich noch. Genau, dann hier so und dann hier nochmal so. So, und dann kommt hier erstmal der weitere Stamm hin und dann machen wir das zu und dann haben wir es hier verbunden gleich. So, und dann können wir uns einfach hier so ein bisschen entlang hangeln. So, hier ein bisschen. So, gleich haben wir leider keine Slabs mehr. Was jetzt auch nicht so nice ist. Nicht ganz so nice. Ja, aber gucken wir erstmal. Ich glaube, ich mache hier mal so die Erde weg. Ja, aber ich finde das mit den Dingern hier jetzt nicht so toll. Ich glaube, wir müssen das Dach eigentlich noch einen dicker machen, damit man das nicht sieht. Ja, aber so hätte ich mir das halt vorgestellt. Ja, ich glaube, ich besorge mir nochmal so ein bisschen Tiefenschiefer. Ich meine, es ist ja schnell gemacht, also in die Mine, da sind wir auch mal schnell unten. So, ich kann nochmal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Tiefenschiefer haben, aber den sehe ich hier gerade nicht. Und in der Kiste haben wir bestimmt auch keinen, wie ich mich kenne. Obwohl, hier hätten wir so ein paar Stufen, aber die reichen leider nicht. Ja, dann fahren wir wieder mal hier so ein bisschen in die Mine. Das dauert immer so ein bisschen, weil die ist ja in so einer großen Tiefe. Und da muss man halt immer so ein bisschen fahren. So, und dann kann ich nochmal so die Decke so ein bisschen abgraben. Ja, wie gesagt, das wird dann hier ein schön großer Bahnhof. So, aber erstmal wird hier so ein bisschen was ausgehoben. Weil ich muss sagen, die Effizienz 5 Spitzhacke, die hat sich sowas von gelohnt. Weil wie schnell wir damit einfach sind, das ist schon mal sehr gut. Das ist eine große Bereicherung fürs Let's Play. Weil ich meine, wenn ich hier 10.000 Stunden einfach nur so Tiefenschiefer abbaue, also ich meine, das will ich ja auch keiner angucken. Also da ist dann auch der Interessensfaktor recht niedrig. So, da möchte ich mir natürlich auch so ein bisschen was bieten. Natürlich auch so ein bisschen Action und so. Und das haben wir auch hier gewährleistet. So, schauen wir mal. Wie viele Tiefenschiefer haben wir jetzt? Ja, das ist mehr als genug. Also, so viel brauche ich jetzt auch nicht, denke ich. Dann fahren wir einfach mal wieder hier nach oben.
So, in Zukunft werden wir sicher noch mehr brauchen fürs Dach, aber das müssen wir nicht jetzt holen, das können wir auch später. So, dann wieder so ein bisschen gedulden. Ja, wie gesagt, dauert hier immer so lange mit dem Herumfahren. Ja, da kann man jetzt nichts machen, außer hier so ein paar Tunnel angucken. Natürlich auch sehr spannende Tunnel. Ja, den Gang hier wollte ich auch noch breiter machen. Das machen wir auch noch auf jeden Fall. Aber erstmal würde ich sagen, brauchen wir hier noch so ein paar Stüfchen. So, hier Tiefenschiefer Fliesenstüfchen. Und es ist ja gerade Nacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier so ein bisschen schlafen. So, gute Nacht. Und dann wird hier mal so ein bisschen durchgeschlafen. So, und dann geht es auch mal gleich wieder zur Baustelle. So, und dann sind wir auch mal hier gleich. Weil dann würde ich gerne nochmal hier das Vordach fertig machen. Das ist mir doch so ein Anliegen. So, und dann wieder mal so ein bisschen zielen und hier nochmal so ein bisschen und hier nochmal so ein bisschen. Ja, man kann vielleicht außen noch so ein anderes Material machen. Ich kann mal probieren, wie das jetzt hier aussieht, wenn wir da noch so eine Riege drauf machen. Hoffentlich nicht allzu blöd hier. So, hier ein bisschen, hier noch so ein bisschen. Kommen wir da ran? Okay, da kommen wir gerade noch so ran, aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr ran. Okay, dann baue ich mich hier mal nach oben und dann müssen wir auch mal da rankommen. So, ich hier ein bisschen. So, das dauert wieder mal so ein bisschen. Aber dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, ich glaube, ein bisschen besser sieht das schon aus. Ja, soll ich nochmal die Seiten machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Seiten mache ich jetzt nicht noch einen dicker. Ja, gut, dann sieht das erstmal so aus. Also sieht jetzt auch nicht mega krass aus. So, aber ich würde ja nochmal nach oben gehen. Weil dann kommt hier noch ein weiteres Stockwerk drauf. So, 1, 2, 3 und dann hier noch einer. Genau, und dann würde ich das einfach mal so machen. So ein bisschen hier in dem Stil. Theoretisch könnte man dann das finale Dach da drauf machen. So, Stämme haben wir aber leider nicht mehr allzu viele. Ja, die sind gleich alle in der Tat. Okay, aber ich würde die Stockwerk doch ganz gerne fertigstellen in dieser Folge noch. Ja, kann sein, dass sie dann auch so ein bisschen länger wird, die Folge. Ja, das sieht jetzt so aus mit dem Stockwerk. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schön finde. Oder vielleicht sollte ich mal so ein paar von den Fenstern zumachen. Vielleicht sieht das doch nicht so cool aus, wenn hier alles so mit Glas ist. Ich glaube, ich mache mal hier so die Seiten weg. Das sieht dann doch nicht so schön aus. So, das würde ich mal eben hier wegmachen. Und das natürlich auch auf der anderen Seite. So, und dann brauchen wir nochmal so ein paar Stämme. Ja, ich glaube, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch dran arbeiten müssen, dass das dann auch passabel aussieht. Das würde auch noch so ein bisschen Arbeit werden. So, aber dann können wir hier wieder so ein bisschen was abholzen.
Nur blöd ist, wir haben jetzt überall diese Riesenbäume. Und die wollten wir nicht abholzen. Also wird immer schwieriger, hier Bäume zu finden, die man auch abholzen möchte. Am Ende haben wir hier nur Riesenbäume, weil wir alle anderen Bäume hier abholzen. Okay, das ist ein normal großer Baum, den können wir bedenkenlos mitnehmen. So, das hier kommt da alles mit. Ach Mist, obwohl der ist nicht ganz so groß, der geht ja noch, dann nehmen wir den hier einfach mal mit. So, und den nehmen wir auch mal eben mit. So, hier haben wir so ein paar weniger Bäume. Da müssen wir eigentlich noch so ein bisschen mehr pflanzen. Weil es soll hier alles ein schön dichter Wald werden. So, und da haben wir gleich schon unseren ersten 64er-Stack. So, und zwischendurch kann man nochmal hier so eine schöne Ofenkartoffel essen. So, aber dann geht's mal zurück, weil dann würde ich gerne mal hier das Stockwerk fertig kriegen. Das wäre schon mal hier sehr schön. So, da kann man auch nochmal hier so ein paar Setzlinge einsammeln. Und ich kann ja auch mal gleich hier noch so ein bisschen nachpflanzen dann. So. Dann haben wir das mal gemacht. Und da wird hier mal am nächsten Stockwerk weitergebaut. So, habe ich noch Erde? Genau, ein bisschen Erde habe ich noch. So, dann bauen wir uns erstmal hier nach oben. Und dann komme ich nochmal so ein paar Stämme hin. So, hier ein bisschen und dann hier noch so ein bisschen. So, das ist dann hoffentlich auch dann schnell gemacht, das Ganze. So, ich hoffe, das Holz reicht dann dafür, das könnte knapp werden. Ja, ich glaube, das kommt dann gerade so noch hin. So ein Boden muss natürlich auch rein. Wir haben ja hier so ein paar Holzbretter. So, eine weitere Ofenkartoffel kann ja auch nicht schaden. Die essen wir auch mal eben. So, und dann kommt ja einfach nochmal so ein Boden rein. Da kann man da auch so ein schönes Treppenhaus reinmachen. So, ich glaube, das hier würde ich da mal zumachen. Das wird mal dicht gemacht. Man könnte es ja auch so ein bisschen im Fachwerkstil machen, dass man vielleicht statt dem Holz dann einfach Wolle nimmt oder halt weißen Beton. Also korrekterweise müsste man, glaube ich, hier weißen Beton nehmen. Aber Wolle ist natürlich deutlich billiger. Mal gucken. Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. So, und jetzt haben wir keine Stämme mehr, die haben wir jetzt alle verbraten. Und hier würde ich dann, glaube ich, auch nochmal so ein paar Fenster reinmachen. Dann haben wir auch hier so ein bisschen Panoramablick. Nein, nicht ganz, weil da ist ja dicht. Aber auf drei Seiten haben wir dann den Panoramablick, so ein bisschen. Ach Mist, das reicht natürlich nicht, aber wenn ich das hier abreiße, dann könnten wir es umquarfen zu Brettern. Und dann würde es dann doch reichen. So, das kommt hier erstmal weg. Und dann haben wir gleich wieder so ein paar Bretter. Und mit denen können wir das hier mal dicht machen. So, hier geht es dann mal nach oben. Und dann wird das ja auch mal voll gemacht mit Brettern.
So, dann brauche ich noch so ein paar schöne Glasscheiben. Und mit denen würde ich das hier mal dicht machen. So, und das kommt dann hier mal alles dicht. Hier noch ein bisschen. Und hier nochmal so ein paar schöne Scheiben. So schöne Scheiben, das ist immer so mein Motto. So, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Das kann man ja auch hier das Haus der schönen Scheiben nennen. Das ist ja auch mal so ein Name mit Ansage. Okay, aber gleich haben wir keine schönen Scheiben mehr. Was auch nicht so cool ist. Gut, jetzt haben wir keine Glasscheiben mehr. Die haben wir alle verbraten. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Glas, aber müssen wir im Ofen haben. So, aber man kann ja mal hier so ein bisschen gucken von der Seite vielleicht, wie es aussieht. Ja, und man macht dann hier halt noch so ein Dach drauf. Ja, ist mir ein bisschen zu glasig. Vielleicht würde ich da doch so ein paar Bretter reinmachen. Sehe dann vielleicht ein bisschen besser aus. Müssen wir mal gucken. So, aber ich glaube, hier aus dem Ofen hole ich mir nochmal so ein bisschen Glas. So, und dann erstmal hier rein und dann wird hier mal so ein bisschen Glas abgeholt. Na, der Glasabholer ist hier mal am Start. Hallo, Glasabholer, wo ist denn hier? Haben wir kein Glas mehr? Ich dachte, wir hätten mehr Glas gehabt. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo wir jetzt auf die Schnelle so ein bisschen Sand herbekommen. Ja, gehen wir erstmal hier so ein bisschen schlafen. Haben wir denn hier nicht Sand irgendwo? Vielleicht Sand, den wir vergessen haben. Vor langer Zeit. Kann er mal hier so in den Kisten so ein bisschen gucken. Oh, hier haben wir noch Kies. Das ist ja auch mal erfreulich. Aber leider hier kein Sand. Ja, ist wirklich blöd, dass wir hier keinen Sand in der Nähe haben. Also so eine Wüste wäre mal praktisch, so nebenan. Das wäre mal sehr schön. Aber ich glaube, da hinten, da hätten wir Sand am Fluss. Ja, da würde ich mal eben hinlaufen. Aber ich muss mit der Schaufel vorsichtig sein, die ist ja fast im Eimer. Ja, aber ich würde sagen, dann laufen wir eben hier zum Fluss und dann baggern wir uns da so ein bisschen Sand ab. Da haben wir auch hier eine schöne Spinne. Aua, hey, unhöflich. Hey, das macht man nicht. Junge, chill doch mal einfach. So. Also wirklich, was war denn hier mit der Spinne los? Also hier am helllichten Tag greift die mich einfach an. Also als Spinne, sowas macht man doch nicht. Doch nicht am Tage. Also in der Nacht okay, aber doch nicht tagsüber. So, und dann holen wir uns hier nochmal so ein bisschen Sand ab. So, hier, der Sand möchte aus dem Strandland abgeholt werden. Und das machen wir natürlich auch. Ja, hier kann man noch so ein bisschen was abschaufeln. Also so viel brauchen wir ja nicht. So, ich möchte natürlich auch hier nicht die ganze Gegend verschandeln. Das wird mal eben dicht gemacht wieder. Also bei der Schaufel muss man auch echt aufpassen, dass man da nicht zu viel abschaufelt. So, aber allzu viel Sand haben wir jetzt ja auch nicht. Aber ich glaube, so viel brauchen wir auch nicht. Denn so viel Glas fehlt uns ja auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt das, was wir wollten. Dann würde ich mal hier zurücklaufen. Kehren wir dann mal nach Hause zurück. Oh, da konnte ich Kohle mitnehmen. Machen wir später. Weil jetzt haben wir gerade andere Prioritäten. So, ich müsste eigentlich mal so eine Wüste besuchen oder einfach mal den ganzen Sand mitnehmen, dass wir uns dann nie wieder Sorgen machen müssen um Sand. Das wäre mal eine Idee. Also ich weiß, dass wir so in die Richtung, dass wir da so ein Mesa-Biom haben. Also da könnten wir halt roten Sand abschaufeln und roter Sand ist ja genauso gut wie normaler Sand, weil den kann man auch einschmelzen zu Glas. So, aber hier kommt dann erstmal Sand rein und da müssen wir noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, den Apfel lege ich mal hier ab und auch das Gammelfleisch. Und ein schönes Gammelfleisch-Fass. Da kann das Gammelfleisch dann auch schön reifen. Und das reichert sich dann mit Aromen und in 100 Jahren kann man es rausnehmen und es hat dann auch, das kann man dann auch im Gourmet-Restaurant servieren. Das ist dann voll das edle Gammelfleisch natürlich. Ne, also schön gereift, schön fermentiert, schön angereichert. Kennt man ja auch. So, wir brauchen jetzt noch drei Dinger und dann können wir uns daraus noch so ein paar Glasscheiben machen. Und dann können wir es nochmal hier zumachen, das Fenster beim Gebäude. So, einfach mal so ein bisschen warten. So, ich glaube, in der Zwischenzeit würde ich mir gerne mal so ein bisschen Wolle holen. Von unseren schönen Schafen in Freilandhaltung. Machen wir es mal eben. So, dann erstmal hier schön rein ins Gehege. Dann wird das mal eben dicht gemacht. Weil ich würde mal versuchen, dass ich dann die Bretter einfach durch Wolle ersetze. Sieht vielleicht auch so ein bisschen schöner aus. Ist dann halt so ein bisschen, ja, so im Fachwerkstil. Muss ja auch nicht alles gleich aussehen. Gut, jetzt haben wir schon alle Schafe abgeschert. Und wir haben nur 13 Wolle. Die müsste ich eigentlich mal so ein bisschen vermehren. Haben wir denn Weizen? Ja gut, ich könnte ein bisschen was ernten. Ein bisschen Weizen. So, aber ich mache da nicht das ganze Feld, sondern nur so ein bisschen. So, und da kann man dann wieder so ein bisschen was anpflanzen. So, und wir haben auch 16 Weizen. Damit würde ich sagen, paaren wir mal hier unsere Schafe. So, und hier kann man wieder so ein bisschen was abscheren. Okay, mehr Wolle kriegen wir jetzt nicht raus. Da müssen wir wohl wieder so ein bisschen warten. So, ich würde einfach hier das Glas rausholen. So, da sollte so ein bisschen was durchgeschmort sein. Genau, jetzt haben wir 16 Glas. Und daraus werden mal hier so ein paar Glasscheiben gemacht. Aber ich glaube, ich mache das nicht alles zu Glasscheiben. Ja, ich glaube, so viel Glas behalte ich. Damit können wir auch so ein bisschen herumexperimentieren. So, ich gehe dann mal wieder zum Gebäude und dann wird hier mal das Glas eingesetzt. So, hier müssen wir auch hochkommen. Das sollte dann schon möglich sein. Sehr gut. Oh, da habe ich einen falsch gesetzt. Das geht natürlich gar nicht. So, hier noch so ein bisschen Glas. Und hier nochmal so ein bisschen Glas. Dann haben wir es auch mal gleich dicht gemacht. So, Treppenhaus können wir dann später... Okay, das habe ich vergessen. Hier kam ja auch noch Glas rein. Das habe ich jetzt nicht bedacht.
Gut, jetzt haben wir kein Glas mehr, leider. Okay, das ist jetzt nicht so optimal. Aber ich könnte mal hier vielleicht das Holz ersetzen durch Wolle. Und wir gucken einfach mal, wie es aussieht. So, und das hier kommt dann mal weg. Dann müssen wir noch rankommen. Müsste schon gehen. Und hier kommt dann auch mal Wolle rein. Okay, das war jetzt falsch. So, hier Wolle und dann auch nochmal hier so ein bisschen Wolle. So, vielleicht können wir nochmal hier so ein paar Blöcke mitnehmen dann. Da oben müssen auch noch so ein paar Blöcke sein. Okay, da hinten, aber da kommen wir jetzt nicht dran, aber die würde ich mir doch ganz gerne holen. So, da haben sich so ein paar festgebackt. Also, und das hier kommt da wieder mal dicht und dann geht es mal wieder hier nach unten. So, und die Erde nehmen wir natürlich auch mit. Ja, okay, das sieht dann jetzt so aus. Also, ob das besser aussieht, weiß ich jetzt nicht. So, und ich gucke hier nochmal. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel Glas. So, ich probiere mal, wenn ich hier so ein bisschen Wolle reinmache. Also, ich meine, sieht vielleicht besser aus. Und das könnte man dann auch so an den anderen Seiten machen. Ja, er sieht halt hier noch so ein bisschen Standard aus. Also hier konnte ich ja auch Wolle reinmachen. So, ich müsste hier nochmal die Schafe scheren. Obwohl, ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge. So, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann hier in der 300. Folge. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Alter, ich störe mich doch nicht. Ich wollte hier gerade die schöne Verabschiedung machen. Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich mal und sage auf Wiedersehen. Ciao und tschüss.